verantwortlich für diesen Beitrag, Heiko Herden. Verantwortlich für diesen Beitrag, Heiko Herden. Verantwortlich für diesen Beitrag, Heiko Herden. Verantwortlich für diesen Beitrag. Liebe Freunde der NLW, ich begrüße euch hiermit aufs Herzlichste zu der neuesten Ausgabe unserer spritzigen, witzigen Radioshow. Hier im Studio begrüße ich unter anderem Reimer Scherer. Was ist los? Dann sitzt hier zu meiner Rechten höchstwahrscheinlich Herr Sam Alexander Pohle. Der Name ist Heiko Herden. Guten Tag. Und dann haben wir auch noch Herrn Michael Kümmel da. Hallo. Ja, hallo. Ja, NLW Groß Technik haben wir schon gesagt. Heute ist erstmal alles wieder schief gelaufen. Gar nicht so, wie es geplant war, glaube ich. Das war mein neues Diktiergerät übrigens. Am besten hören wir gleich wieder auf. Das erste offizielle NLW Diktiergerät. Ganz genau. Das war der NLW-Sprechcomputer, von dem werden wir heute noch einiges hören, wurde mir soeben versprochen. Ja, nun geht's dann auch mal los, ne? Die neue Luruper Welle selbst ist eine eigene Musikszene in Hamburg, konzentriert auf Lurup, obwohl einige Ausläufer auch schon nach Schenefeld und Altona reichen. Diese Musikszene zeichnet sich besonders aus durch viel Spontanität, raffinierten, ausgeklügelten Texten, die teilweise auch sozialkritisch sind, guten Liedern, welche ins Kultige gehen und noch viel mehr. Aber diese Musikszene würde natürlich nicht überleben, wären da nicht die großartigen Fans, welche zu den genialen Stücken der gigantischen Bands gekonnte Headbangings verteilen und ekstatisch Pogo tanzen. Die neue Luruper Welle zeichnet sich aus durch entweihte Kirchen, chaotische Schulbälle, Tomaten auf den Schlagzeugen, die mystische Mappe, dem Fanclub Creedy Creatures sowie der Clubzeitschrift The Moral Pistol. Automatic Dog von den Blockaden am Desi Hill. Heiko, erzähl doch mal was. Wir haben das zwar schon mal erzählt, aber für neue Hörer vielleicht, wie ist dieser Name zustande gekommen? Ja, der Name der Band ist ja wie gesagt Blockaden am Desi Hill und ich erzähle die alte Version. Und zwar gingen Herr Henne und ich einmal so längs und sahen ein Graffiti an der Wand und da stand dann Blockaden am Bunny Hill, aber da ja jeder weiß, dass das so kindlich ist. Bunny kommt von Bugs Bunny, wie jeder weiß. Haben wir einfach Blockaden am Desi Hill gesagt. Also. Weil... Ja, genau, wollte ich gerade fragen. Du wolltest schon anfangen zu erzählen. Wie kommt man auf Desi Hill? Desi ist eine Institution in Lurup, die Elektronen beschleunigt. Und diese Elektronen richten ziemliche Landschaftsschäden in Lurup an. Und dagegen demonstrieren wir unter anderem. Achso, also ihr seid eine. Sondern auch körperliche Schäden. Körperliche Schäden, ja. Herr Eriak würde sagen, wir sind alle mutiert. Naja gut. Heiko, ihr seid also eine relativ gesellschaftskritische Band, nehme ich an. Habt ihr auch noch andere kritische Lieder vielleicht gemacht? Ja, es gibt zum Beispiel ein Stück, das heißt NDSI, da protestieren wir auch gegen eine andere Fabrik, die nach unseren Recherchen höchstwahrscheinlich Waffen produziert. Waffen produziert, das ist aber gefährlich. Ja, aber ihr habt auch gute Videos gedreht teilweise, das erste subjektiv gefilmte Video Lurups. Ja, wir haben auch echt neue Dings in... Ja, auf jeden Fall, wir haben ein subjektives Video gedreht, und zwar auf dem Spielplatz. Auf dem Daisy Hill war das sogar. Und das ist also nicht kindisch-kultig? Deswegen extrem kultig. Nicht kindisch-kultig, sondern eher angenehm-kultig. Angenehm-kultig, das ist ein sehr guter Heiko. NLW ist der einzig wahre Underground in Hamburg. Das finde ich nett von dir. Heiko. Gute Gewinnchancen. Heiko? Und vielleicht sagt Ingo jetzt einfach mal das nächste Lied an, weil er hat es auch gesungen. Ja, das nächste Lied heißt Abzedevki Jotkul Menokko Stufzz. Ganz einfach. Das ist das Alphabet. Ja. Gerade Herr Eriak das Studio geentert hat, wollten wir nur gleich mal fragen, warum er denn zu spät gekommen ist. Ja, das hat eine ganz einfache Erklärung. Mein Bruder Herr Henne
der musste noch zu Ajan und da habe ich ihn hingefahren. Das interessiert die Hörer doch bestimmt, nicht wahr? Ja, falls Eriek anwesend ist, steht hier. Ja, hier, der Zettel. Ja. Soll ich ihn Fragen stellen? Ich glaube, ich stelle ihm erstmal eine Frage. Nein, zu Power, the game. Ja, das ist eine interessante Frage. Das lang angekündigte und lang erwartete Superspiel. Das lang erwartete Superspiel der NRW wird endlich bald erscheinen. Die Musik ist so gut fertig geschrieben und ich habe schon an einige Leute das testen lassen an der Universität Hamburg und Psychologen haben erkannt, so der Intelligenzquotient wird nach einer Stunde Spiel um ca. 25% gesteigert. Das ist schon ein gutes Spiel geworden. Wo kann man es bestellen? Ja, bald kann man das bestellen. Ich schätze, das wird noch so, es ist im Moment in der Testphase, so noch 2 Monate, dann kann man das bei Herrn Heiko bestellen. Haben Sie was mit Desi eigentlich zu tun? Mit Desi hat das nichts zu tun, nein. Was sagt ihr eigentlich zu den neuen Entwicklungen? Ihr seid ja da sehr... Da kann Herr Heiko vielleicht was zu sagen. Er hat ein Lied mit Herrn Jan darüber gemacht, mit seiner Band. Ja, das ist schon etwas länger her. Wir gehen jetzt davon aus, dass die Elektronen, die in dem Ringen von Desi beschleunigt werden, dass sie große Waldbrände auslösen können. Und die Bevölkerung von Lurup mutiert laut Herrn Eriek auch. Das kann gefährlich sein. Dazu kann Herr Eriek vielleicht noch kurz was sagen zu den mutierten. Ja, ich habe darüber mehrere Berichte geschrieben und jeder kann das nachlesen. Und das ist wohl, man kann davon wohl ausgehen, dass die Bevölkerung Lurups langsam aber sicher mutiert. In welche Richtung mutiert? Ja, das ist nicht ganz klar. Man sieht ja einige Geschöpfe hier sitzen und die Hörer können sich vielleicht selber ein Bild machen. Mutiert die Wurst auch? Die Wurst, ja. Die Wurst ist ja schon mutiert, das hört man ja schon. Aber nebenbei grüßen wir natürlich die Wurst. Nur, ich grüße sie auch. Vielleicht, wir warten immer noch auf deinen Anruf, Wurst. Ja, vielleicht ist sie ja gerade am Telefon, NRW. Guten Abend. Blend aus. Ja, danke. Ich folge dieser Anweisung. Marek, du wirst jetzt deine Meinung zu der neuen Luruper Welle sagen. Also auf jeden Fall ist es die einzig wahre Möglichkeit für junge aufstrebende Bands, mal endlich mal in die Öffentlichkeit zu treten. Mhm. Und außerdem kriegt man ja über diese neue Luruper Welle einen wahnsinnigen Eindruck, wie viel in Lurup tatsächlich läuft. Mhm. Mich wundert das wirklich, was da also für Massen herkommen. Ich finde es genial.